Ja, dann möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer ersten Diskussionsrunde des Tages. Wir haben 4 heute hier auf der Bühne in unserem Track Transparenz und dann noch abschließend ein Gespräch, was hier stattfinden wird, ein Interview. Und die ersten beiden Diskussionsrunden, die wir heute vorbereitet haben, finden zum Thema Politik statt. Das heißt, wir wollen uns jetzt in dieser ersten Stunde auf das Thema Transparenz in der Gesetzgebung und in Parlamenten diskutieren. Das erste Thema, was wir hier beleuchten wollen, ist dementsprechend, wie Versuche, die bislang gemacht wurden auf Bundesebene, aber auch auf Landesebene, ja, diese Prozesse, die politischen Prozesse, die repräsentativen, die wir in Deutschland haben, zu öffnen und mehr Beteiligung des Bürgers mit einzubeziehen. Dazu gehört natürlich vor allem der Versuch der Internet-Enquete-Kommission, die Schwierigkeiten der Online-Partizipation effektiv zu gestalten. Darüber wollen wir heute sprechen. Wir stellen uns aber auch die Frage, wie insgesamt parlamentarische Prozesse partizipativer werden und ob überhaupt diese Formel mehr Vertrauen durch Transparenz und mehr Partizipation durch Transparenz stimmt. Dazu freue ich mich sehr, 3 Gesprächspartner heute hier zu begrüßen. Ganz außen, ich fange mal ganz außen an, freue ich mich sehr, Konstantin von Notz zu begrüßen, der seit 2009 gewähltes Mitglied des Deutschen Bundestags ist und in der 17. Wahlperiode Mitglied des Bundestagsinnenausschusses sowie Mitglied der Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft ist. Konstantin von Notz studierte Jura in Heidelberg und arbeitete bis 2004 als Referendar am Lübecker Landgericht. Nach dem 2. Staatsexamen dann auch nochmal als Rechtsanwalt in Mölln. Also mit einem juristischen Hintergrund und als Repräsentant natürlich der Grünen heute hier bei uns auf dem Panel. Daneben möchte ich herzlich begrüßen Alexander Morlang. Er ist vom Beruf Systemadministrator und war bereits 2006 bei der Gründung der Berliner Landespartei der Piraten dabei. Offiziell trat er der Partei Mitte 2009 bei und bei der Wahl des Abgeordnetenhauses von Berlin 2011 erlangte er ein Mandat für das Abgeordnetenhaus. Er ist dort Vorsitzender des Ausschusses Digitale Verwaltung, Datenschutz und Informationsfreiheit und befasst sich darüber hinaus als Freifunker und Mitglied des Chaos Computer Clubs und auch arbeitet beim Fraunhofer Institut für offene Kommunikationssysteme genau mit diesen Fragen, die wir heute besprechen, nämlich mit Transparenz und Partizipation durch digitale Kommunikation. Herzlich willkommen. Und last but not least, zu meiner Linken möchte ich ganz herzlich begrüßen Daniel Dietrich. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Berlin im Fach... Nein, nicht mehr. Seit wann nicht mehr? Seit Jahresbeginn. Ach echt? Ja, dann kannst du uns gleich nochmal ein Update geben. Das tut mir leid, das ist nicht mehr aktuell. Aktuell ist aber hoffentlich immer noch, dass du als Repräsentant der Open Knowledge Foundation in Deutschland hier bist und vor allem auch als Projektkoordinator der Arbeitsgruppe zu Open Government Data. Er ist Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender des Open Data Network, das sich für eine Öffnung von Staat und Verwaltung, für transparente Regierungs- und Verwaltungshandlungen und für eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Bürger und Staat einsetzt. Daniel studierte Politikwissenschaften, visuelle Kommunikation und Produktdesign in Frankfurt und Berlin. Der Teil stimmt, richtig? Vielleicht einen kurzen Applaus für unsere Panelisten, bitte. Wir haben schon festgestellt, dass wir hier wahrscheinlich ziemlich viele Positionen haben, wo wir nicht so weit voneinander entfernt liegen. Also wir werden jetzt ein paar erste Runden auf dem Panel drehen sozusagen, aber ich möchte Sie auch recht früh einbitten, sich einzumischen und Ihre Gedanken einzubringen und so vielleicht auch ein bisschen eine größere Kontroverse einzubringen, als die, die wir voraussichtlich hier auf dem Panel haben werden. Vielleicht machen wir erstmal ein bisschen einen allgemeinen Einstieg. Wir erleben das ja in letzter Zeit oft, dass Gesetzesentwürfe auch schon bei der ersten Ankündigung von Mitgliedern des eigenen Kabinetts zerrissen werden. Die wurden über Monate im Stillen in den jeweiligen Häusern entwickelt, werden dann der Öffentlichkeit vorgestellt und schaffen es nicht mal, ja, über die eigene Partei hinaus kritiklos in weitere Instanzen zu gehen. Nun kommen diese Gesetzentwürfe meistens aus dem Haus von Frau von der Leyen, aber es zeichnet sich doch hier ein gewisses Muster ab, dass diese Form der Ausarbeitung von Gesetzen vielleicht an sich schon überholt ist. Brauchen wir eine ganz neue Art, wie Gesetzesinitiativen und Vorschläge in das Parlament eingebracht werden? Konstantin, fangen wir mal bei dir an. Ja, naja, also zunächst mal die Wahrnehmung trügt, glaube ich, bis zu einem gewissen Grade. Es sind natürlich immer die Aufreger-Gesetzesklopper, die totalen Streit verursachen und die vielleicht auch bewusst als irgendwie Signalraketen jetzt in dem eben genannten Fall abgegeben werden, die dann gar nicht durchtragen.
letztlich das Parlament entscheidet unheimlich viele Dinge, die man überhaupt nicht mitbekommt. Jede Sitzungswoche werden da viele Gesetze verabschiedet mit Mehrheiten. Trotzdem ist natürlich schon die Frage, ob sich unsere Demokratie und unsere Gesellschaft nicht in den letzten 60 Jahren sozusagen verändert hat in einer Form, dass die bisher hergebrachten Mechanismen vielleicht nicht mehr ganz up-to-date sind. Ja, also diese Frage ist berechtigt und die muss Politik auch stellen. Es ist so, man kann sich nicht einfach was Neues ausdenken und dann sagen, ab jetzt machen wir es so, weil natürlich die Art und Weise, wie Gesetze zustande kommen in einer Demokratie, in einen sehr klaren verfassungsrechtlichen Rahmen eingespannt sind. Und zwar nicht nur, wie funktioniert das Parlament, sondern bis hin zu Meinungsfindungsprozessen innerhalb von Parteien. Das macht man ja nicht irgendwie, sondern es ist alles an den Demokratiegrundsatz gebunden. Und die bisherigen Systeme sozusagen haben eine verfassungsrechtliche Absicherung. Ja, also wenn man jetzt Wahlprogramme, Koalitionsverträge und Ähnliches auf Parteitagen mit delegierten Mehrheiten beschließt, das funktioniert verfassungskonform. Wenn man diese Mechanismen jetzt verändern, erweitern, irgendwie modifizieren will, muss man eben auch sehr klar auf diese verfassungsrechtlichen Dinge mitblicken. Wir versuchen im Deutschen Bundestag mit der Enquete da sozusagen nicht nur schlaue Dinge zur Netzpolitik allgemein aufzuschreiben, sondern eben tatsächlich auch über die Form irgendwie einen Mehrwert zu produzieren. Ja, das werden hier im Raum ja alle verfolgt haben. Wir haben eine Beteiligungssoftware eingeführt, Adhocracy, die nach so einem Liquid-Gedanken funktioniert. Ich würde sagen, wir werden ja im Detail noch darüber sprechen. Vieles funktioniert dann auch nicht optimal. Die Beteiligung könnte größer sein. Es war unheimlich schwierig, das gegen die Verwaltung durchzusetzen. Also lauter verrückte Geschichten. Aber man muss, ohne jetzt den eigenen Laden schönreden zu wollen, auch mal klar anerkennen, es gibt im Grunde kein anderes Parlament, in dem so substanziell daran gearbeitet wird, versucht wird, sich eben da zu öffnen über neue Wege und Möglichkeiten, mehr Transparenz, mehr Partizipation in das System zu bekommen als den Deutschen Bundestag. Und insofern habe ich die Hoffnung nicht ganz aufgegeben, dass wir da eigentlich auf einem ganz guten Weg sind. Ja, aber es gibt viel zu verbessern, darüber werden wir ja miteinander reden. Dankeschön. Das vielleicht erstmal so als Eröffnungsstatement. Da sind ja schon viele Themen drin, die wir in der Tat noch tiefer ansprechen werden. Vielleicht direkt eine Reaktion darauf. Ich kann mir vorstellen, vielleicht haben wir jetzt doch ein paar kontroverse Punkte schon zum Anfang, dass du dem nicht vielleicht in allen Punkten zustimmst. Sind wir auf so einem guten Weg? Ist das deutsche Parlament, der Bundestag federführend und Vorreiter, was die Bemühungen für neue Transparenz- und Partizipationswege angeht? Also weltweit führend ist das Europäische Parlament. Das ist da noch einen deutlichen Schritt weiter, auch wenn die Bundestags-App ein netter Versuch ist. Aber was diese verfassungsrechtlich abgesicherten Wege betrifft, impliziert es ja, dass Gesetze aus den Parteien kommen. Und vielleicht ist es im Bundestag so. Bei uns ist es immer der Herr Referentenentwurf und der Herr Referentenentwurf aus dem Senat, der schreibt dann ein etwas und das kriegen wir immer viel zu spät. Also ich betrachte das jetzt tatsächlich einfach mal aus der Sicht des Oppositionspolitikers, der gerade erst ein Jahr mitspielt. Und ich komme aus der Open-Source-Szene, da gilt als einfaches Motto Release early, release often. Und dann rede ich mit dem Staatssekretär und sage, was ist denn jetzt mit dem E-Government-Gedöns? Und sagt er, ja, das ist jetzt noch bei uns und so weiter und so fort und das kommt dann irgendwann. Dann sage ich, hey, verdammt nochmal, packt es in ein Wiki, packt es in ein Git am besten, in ein Versionskontrollsystem und lass uns irgendwie da mitspielen. Ja, aber das geht alles nicht. Und das ist furchtbar frustrierend. So, wenn diese Sachen rechtzeitig offen sind und man da mitspielen kann, dann kann ich mir vorstellen, dass da auch einfach bessere Sachen bei rauskommen. Ein Beta-Prinzip in der deutschen Politik, brauchen wir sowas? Ein was? Ein Beta-Prinzip, also einfach den Mut, auch mal was nicht Fertiges als Diskussionsgrundlage. Deutlich, deutlich. Also ich meine, wenn man groß drüber schreibt und sagt, hey, das ist unser erster Entwurf, bitte kommentiert den und das Ganze
über. Natürlich geht es nicht darum, das einfach in ein Forum zu stellen und dann zusehen, wie irgendwie 50.000 Leute drin rumtrollen und das Ganze kaputt machen. Es gibt ja Wege, solche Prozesse zu strukturieren, solche Beteiligungsprozesse. Aber ich will das Ding früh haben. So, ich möchte, dass unser Justiziariat rübergucken kann. Ich möchte, dass unsere Fachpolitiker rübergucken können und gegebenenfalls auf einen formalisierten oder auch auf einem informellen Weg sagen können, ey, sorry, das geht nicht. Also das geht so und das geht so nicht und da rennt ihr irgendwie gegen eine Wand. Das können wir uns jetzt anmaßen, weil wir irgendwie in dieser technischen Kompetenzwolke leben, aber jede Partei hat ihre Kompetenzwolke und kann, egal ob sie Opposition oder Regierung ist und auch jede gesellschaftliche Gruppe, da Input geben. Und das mag früher nicht möglich gewesen sein. Ja, das ist klar, da ist der Entwurf und der geht in die Verbände und der geht ins Mitzeichnen und so weiter. Das hat alles schön funktioniert, aber wir haben jetzt Möglichkeiten. Diese Möglichkeiten nehmen zu und ich sehe halt immer noch viel zu wenig Anläufe bei den Regierungen, das auch effektiv zu nutzen und auch zum eigenen Vorteil, weil wenn der Entwurf dann in der Öffentlichkeit zerrissen wird, dann hilft es ja auch dem, der den Entwurf gemacht hat, nicht. Und denke, da ist auch noch ein Umdenken nötig, zu sehen, dass dieses Release Early, Release Often Prinzip auch sich selbst schützt und dazu führt, dass man mehrheitsfähige Sachen hinkriegt. Konstantin, du hast gleich das Mikro in die Hand genommen. Ich lasse dich da nochmal drauf reagieren. Hast du da Angst vor Zerfaserung und effizienter Politikgestaltung oder wie siehst du das? Nein, also genauso wenig wie Parteien Gesetze machen, machen natürlich Regierungen Gesetze. Nicht, dass es ja genau das Parlament macht, die Gesetze. Und insofern gibt es ein Verfahren, ja, es gibt ein Verfahren und das ist ja auch nach einem Jahr in Berlin sicherlich erkennbar, dass eben nicht die Staatskanzlei irgendein Gesetz auf den Text, auf die Tagesordnung legt und am nächsten Tag wird's abgestimmt. Also so einfach kann man sich's nicht machen. Wir haben schon ein Verfahren, wie Gesetze in Deutschland zustande kommen, das langwierig ist. Es gibt immer einen ersten Aufschlag, dann gibt's alle möglichen Reaktionen, dann gibt's häufig Anhörungen, dann gibt's erste und zweite Lesungen. Das Ganze wird in den Ausschüssen behandelt. Das ist ja auch so in Berlin, glaube ich, ne? Also deswegen, es ist nicht so, dass sozusagen da kommt eine Vorlage und dann wird die am nächsten Tag durchgestimmt. Das muss man zur Wahrheit auch sagen. Die interessante Frage ist, gelingt es sozusagen, kann es gelingen, partizipativ offen Menschen sozusagen schon vor dem ersten Entwurf mit einzubinden, ja, um die Grundrichtung oder überhaupt, es ist ja erstmal gar nicht entscheidend, wie ein Gesetz aussieht, sondern zu was man ein Gesetz macht, ja. Und da stimmt, kann man sozusagen die Dinge öffnen, nur das kann man, diese Anspruchshaltung kann man nicht, also man geht meiner Ansicht nach den völlig falschen Weg, wenn man das gegenüber den Staatskanzleien argumentiert, das muss aus dem Parlament kommen, denn das ist sowieso die Krux, dass eben diejenigen, die regieren, mit ihren Mehrheiten immer denken, sozusagen eins zu eins ihren Stiefel durchziehen zu können. Ja, daran liegt viel an der politischen Frustration, die wir haben. Den Gedanken bitte ich euch mal kurz festzuhalten und vielleicht euch schon mal Gedanken darüber zu machen, was ihr in eurer Rolle als Bundes- und Landesabgeordnete beitragen könnt, um diese frühere Öffnung und auch Themenmitgestaltung möglich zu machen, voranzubringen. Aber zunächst möchte ich mich jetzt erstmal zu meiner Linken widmen. Daniel, du hast jetzt bestimmt mitgehört, diese Position, ja, es sind einige Bewegungen gemacht worden, beispielhaft sich zu öffnen. Im Beispiel Internet-Enquete-Kommission haben wir eben kurz schon angerissen. Dann gibt es mittlerweile verschiedene Tools, die versuchen, mehr Transparenz in Parlament reinzubringen. Abgeordnetenwatch haben wir jetzt schon eine ganze Zeit und andere. Wo vielleicht aus deiner Sicht als Bürger und als Zivilgesellschafter, ab wann möchtest du mit einbezogen werden? Wo möchtest du, dass der Punkt der Öffnung stattfindet? Ja, möglichst früh, möglichst breit. Ich bin insgesamt vielleicht auch falsch auf diesem Panel, weil ich mich selber nicht als Partizipationsspezialist betrachte, sondern eher das beobachte und skeptisch bin, weil ich die meisten Ansätze, die ich im Moment, die ich denke, die wir beobachten können, ja eben ein bisschen an dieser von Herrn Professor, wie heißt er, Pörksen beschriebenen mentalen Pubertät auch kranken. Also ich denke, um wirklich sinnvolle Partizipationsprozesse zu gestalten, muss ich noch einiges tun. Es ist nicht allein ein technisches Problem, sondern hauptsächlich eine Frage des Kulturwandels, die Prozesse auch so zu gestalten, dass Partizipation tatsächlich möglich sein kann. Ich würde vielleicht gerne noch ganz kurz was zu diesem
zu diesem Gesetzgebungsprozess selber sagen. Also gar keine Frage, das Grundgesetz und alle Gesetze gehören unter Versionskontrolle. Darum wird's, um das Thema wird's bestimmt noch ausführlicher gehen in dem Panel im dritten Raum. Wie heißt das hier? Amtliche Werke, Open Legislative Data. Also das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, also mit technischen Mitteln dafür zu sorgen, dass man Änderungen an Gesetzestexten oder Entstehung von neuen Gesetzestexten tatsächlich am Text selber nachvollziehen kann. Das ist Grundvoraussetzung für Transparenz. Aber damit macht man noch nicht bessere Gesetze. Mhm. Und in der Hinsicht würde ich Konstantin zustimmen, dass es eigentlich darum gehen muss, die Parlamentarier zu stärken. Also auch, ich weiß nicht, du hast gesagt, der Zeitraum, der da bestünde, sei angemessen. Ich habe auch öfters anderes gehört. Also Alexander hat es gesagt, dass die Vorlagen einfach zu spät, zu kurzfristig kommen. Und ich glaube, dass man da, wenn man die Gesetze unter Versionskontrolle hat, dann tatsächlich den Parlamentariern die Mittel und die Ressourcen zur Verfügung stellen muss und auch die Zeit geben muss, angemessen darauf zu reagieren. Also ich finde, du bist ganz richtig hier. Und das hat sich jetzt schon an dem Statement gezeigt. Ich möchte ganz kurz nochmal den Punkt aufgreifen, den du kurz angesprochen hast, im Sinne der politischen Kultur und damit auch nochmal den Rückschluss Beteiligung, enttäuschende Beteiligung vielleicht auch, was die Internet-Enquete-Kommission und die Beteiligung durch Liquid Democracy oder Alhocracy angeht. Für die längste Zeit in Deutschland ist ja das Repräsentative an der Demokratie das, was wir als gut am höchsten halten, was wir hier als Errungenschaft, als politische haben. Inwieweit stecken wir dann in dieser, nicht nur was das Digitale angeht, aber überhaupt was Partizipation angeht, in dieser inneren Pubertät fest und müssen als Bürger auch dieses Prinzip der Beteiligung, der Direktheit erstmal wieder neu erlernen? Ich glaube, das müssen alle Beteiligten neu lernen. Und ich warne auch vor dieser vor dieser Ungeduld und dann gleich nach 2 Jahren oder wie lange ist das Enquete-Kommission jetzt damit mit Liquid unterwegs, noch nicht mal ein Jahr, da jetzt schon enttäuscht sein zu wollen. Also nach wie vielen Jahren Internet wurde Mail zur Killer-App? Vor dem Internet. Ja, aber zur Killer-App wurde sie erst wirklich später. Also ist schon klar, aber trotzdem, das war, ich meine, bevor das Web sich durchgesetzt hat und bevor alle irgendwann mal einen Internetanschluss zu Hause hatten, war halt irgendwie das Mailbox-System was für eine ganz kleine Elite, ja. Und zum Massenkiller-Feature ist es viele, viele, viele Jahre danach erst geworden. Und am Anfang hätten bestimmt außer diesen paar Nerds in den Universitäten wenig Leute gedacht, dass gerade Mail die Killer-App ist, ja. Die Art und Weise, wie Menschen miteinander kommunizieren, revolutionieren wird. Und genauso, glaube ich, müssen wir mit diesen neuen Tools, die da jetzt entstehen, und auch mit der Art und Weise, wie Menschen damit umgehen, sehr, sehr geduldig umgehen und nicht erwarten, dass sie von heute auf morgen großartige Resultate zeugen. Das heißt, wir befinden uns hier in einem politischen Kulturwandel und der braucht Zeit. Würdest du dem zustimmen? Also ist es auch dein Eindruck jetzt nach der Erfahrung, die in der Internet-Kommission gemacht wurden? Oder hast du andere Eindrücke? Woran liegt es sonst noch? Nein, die Erwartungen waren total hoch, als diese Enquete an den Start gegangen ist. Nicht? Alle haben immer gedacht, jetzt kommt sozusagen die Erlösung. Das war nicht erfüllbar, weil das eben, du musst in so einem Parlament eben auch alle Parlamentarier und Parlamentarierinnen mitnehmen und nicht nur sozusagen die 40 Internetaffinen, nicht? Und die anderen sitzen da mit derselben demokratischen Berechtigung wie man selbst auch. Ich habe letztes Wochenende war Tag der offenen Tür da im Reichstag und ich habe mit den Leuten aus dem Rechtsausschuss über Urheberrecht diskutiert, ja? Also wenn du das machst, dann merkst du erstmal, was für ein progressives Gremium die Enquete-Kommission ist, ja, weil das ist also, ja, da muss man wirklich beim Fahrraddiebstahl wieder anfangen. Das ist so, als wäre da die Zeit stehen geblieben in dem Laden. Also nur alle haben ihre demokratische Berechtigung, da zu sitzen und ihre Positionen auch zu vertreten. Und deswegen, ich warne vor 2 Dingen. Einmal sozusagen da so einen Zeitdruck aufzubauen und dann auch so einen Erwartungsdruck.
Demokratie ist ein brutal hartes, zähes, frustrierendes Geschäft. Ja, es ist die intelligenteste Form, sich staatlich zu organisieren, die bisher eingefallen ist. Was Schlaueres lag noch nicht auf dem Tisch. Alles andere war großer Mist. Ja, und zu glauben, dass man sozusagen die Konflikte, die Streitigkeiten, die Frustrationen, die in einer Demokratie bei Mehrheitsfindungen da sind, dass man die jetzt sozusagen formal überwinden könnte und dann begeben wir uns in ein demokratisches Paradies, wo wir alle sozusagen online uns beteiligen und das Leben löst sich in Gefälligkeit auf. Das ist eine Chimäre, das wird nicht funktionieren. Es wird ein hartes Geschäft bleiben. Man kann Gutes tun für mehr Transparenz, für mehr Informationen, für sozusagen, es hat belebende, vitalisierende Wirkungen auf die Demokratie. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann erfolgt das ja schon längst, dass wir solche Diskussionen führen, dass wir heute Abend über eine demokratische Bürgerrechtsbewegung, eine digitale Bürgerrechtsbewegung in Europa reden. Das hat ja alles mit dem Internet und mit dieser Transformation zu tun. Nur es wird nicht alle Probleme auflösen. Diesem Ding darf man nicht hinterher hecheln, dann wird man zwangsläufig frustriert werden. Ja, du darfst auch kurz regeln. Und es wird auch nichts daran ändern, dass Parteien selber ja hierarchisch strukturierte Gebilde sind, nicht? Also dadurch, dass man da jetzt neue Partizipationstools eröffnet, ändert ja nichts daran, dass sie eben nach bestimmten hierarchischen Strukturen auch funktionieren. Ja, aber sie sind demokratisch. Also das will ich dann schon mal jetzt nicht. Ja, es gibt viele Dinge, die mich selbst an der Politik frustrieren. Deswegen habe ich selbst angefangen, Politik zu machen, weil ich nicht zufrieden war. Ja, aber funktioniert es demokratisch bei uns. Ja, also die Leute, die an der Spitze von Parteien wählen, werden von den Mitgliedern in demokratischen Prozessen gewählt. Und natürlich hat Politik immer auch etwas mit Macht zu tun. Aber am Ende des Tages muss eine Mehrheitsfindung stattfinden und Menschen obsiegen und andere unterliegen. Und das ist natürlich auch frustrierend irgendwie, ne? Aber das ist eben der Konsens, auf den wir uns geeinigt haben. Und auch den wird man nicht auflösen können. Man wird vielleicht einen besseren Eindruck von Kandidaten und Kandidaten bekommen, aber man wird es nicht, man wird sozusagen nicht die Demokratie und die Frustrationen digital überwinden können. Das wird nicht gelingen. Inwiefern geht dir das alles nicht weit genug? Ich kann mir vorstellen, dass hier wirklich so zwei diametrale auch Zukunftsvorstellungen und Visionen von Demokratie sind. Einmal diese bestehende und dann, ich schlag gleich den Namen, mir fällt es gerade nicht ein, aber dieses Statement, we don't believe in kings and voting, we believe in rough consensus and common code, viel eher Running Code deiner Vorstellung entspricht. Ja, das we believe in rough Running Code and Rough Consensus ist das Motto der IETF, der Internet Engineering Task Force. Das sind die Leute, die halt einfach mal das Internet entwickelt haben. Und also das Interessante ist, Demokratie muss wehtun, sonst ist sie nicht echt. Das ist etwas sehr Deutsches. Ja. Und der Gegenentwurf ist, wenn kein Spaß ist auf der Beerdigung, dann geht keiner hin. Ich glaube halt nicht an die Überlegenheit von Hierarchien. Das ist vielleicht liegt es darin begründet, dass ich aus dieser ganzen Open-Source-Geschichte komme und wir irgendwie festgestellt haben, dass beginnend mit einem finnischen Studenten und dann irgendwie einem Haufen von Wahnsinnigen ein Kernel entstanden ist, dann sind Unternehmen mit aufgesprungen und jetzt macht dieses komische finnische Betriebssystem ein Milliardenkonzern wie Microsoft das Leben schwer, die wunderbar hierarchisch aufgebaut sind, mit unglaublich viel Kohle ausgestattet sind und unglaublich viel Zeit brauchen, um sich zu bewegen. Und da ist so ein kleines, loser, vernetzter Haufen mit ein paar Köpfen, klar, mit auch mit informellen Hierarchien, aber doch deutlich vernetzter, der diesem Großkonzern das Leben zur Hölle macht. Und mit dieser Liquid-Democracy-Geschichte in der Enkei-Kommission ist ja einiges schiefgegangen. Das ist sehr bedauerlich, aber das ist richtig. Wir können nicht erwarten, dass alles auf Anhieb klappt. Das ist einfach ein Prozess, der über Jahre, über Generationen eigentlich geht, bis die Menschen das mit der Partizipation wieder machen. Aber wie gut es funktioniert, sehen wir halt an der innerparteilichen Anwendung von Liquid Feedback bei den Piraten, was natürlich auch immer Schwierigkeiten und Probleme hat. Und es gibt eine ganze Menge Widerstände. Es gibt da Leute, die inzwischen ihre Meinungshoheiten haben und sich dann gegen andere Modelle wehren. Aber wir kriegen aus den Liquid Feedback-Systemen enorm bessere Entwürfe für die Parteitage.
Das ist so das Ding. Wir haben dieses traditionelle Ding, wir haben Arbeitsgruppen, die organisieren sich und die benutzen Mailinglisten und Wiki und alles schön und gut, alles die digitale Abbildung von analogen Arbeitsinstrumenten. Und dann haben wir irgendwie diesen Schwarm von Wahnsinnigen, der sich im des Liquid-Feedback-Systems auf die Entwürfe stürzt, der die kommentiert, die Kommentare werden bewertet etc. Und qualitativ ist das, was dabei rauskommt, dem klassischen Arbeitsmethoden ganz deutlich überlegen. Woran das im Detail liegt, darüber kann man sich jetzt streiten, aber diese Idee, so einen hierarchischen Bau durch etwas anderes zu ersetzen, die ist an der Stelle das erste Mal umgesetzt worden, noch nicht vollständig. In Mecklenburg-Vorpommern und Italien haben wir den permanenten Parteitag. Da wird es schon weitergemacht als in Berlin und auf Bundesebene. Aber ich glaube, dass wir jetzt gerade rausgefunden haben, dass wir mithilfe dieses Netzes, dass wir einen Motor auf eine Kutsche setzen können und wenn die Straßen glatt sind, kommen wir schneller voran. Und andere Leute diskutieren noch über Pferdemist. Aber dass wir in diesem Wandel, der ja auch schon erklärt wurde, sind und wir zusehen müssen, wie wir diese ganzen verkrusteten Strukturen und Arbeitsweisen langsam, schonend und ohne viel Kollateralschaden entsorgen und Stück für Stück das Ganze umbauen. Weil ich glaube nicht an die Revolution, ich glaube da halt eher an ein inkrementelles Upgrade. Bitteschön. Das Mikro kommt zu Ihnen. Gedulden Sie sich bitte ganz kurz. Nein, gar nicht. Danke. Kurze Zwischenfrage. Sie reden über zwei verschiedene Dinge. Vielleicht können Sie das nochmal... Also die eine Frage war, funktioniert Liquid Democracy, Liquid Feedback für die Produktion von Parteitagsvorlagen und Entwürfen und dergleichen. Und die andere Frage, über die Konstantin gerade gesprochen hat, war die Frage, wie funktioniert Demokratie? Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist wichtig und das andere ist wichtig. Es ist nur kein Argument gegeneinander. Mein Name ist Anne Ulrich, Heinrich-Böll-Stiftung. Vielleicht könnt ihr das noch mal kurz aufgreifen. Möchtest du noch mal kurz darauf reagieren? Und dann hatten wir noch eine zweite Wortmeldung, die würde ich auch noch gerne kurz nehmen. Das ist richtig. Das Prinzip bei der Liquid Feedback, Liquid Democracy Geschichte ist Eat Your Own Dog Food. Wir können es erst an uns selbst ausprobieren und dann in parlamentarische Prozesse einbinden. Die andere Frage ist, wie kann man solche Mechanismen im Parlament und auch in der Verwaltung einsetzen? Das ist eine ziemlich komplizierte Frage. Zu sagen, da ist der eine Sachverständige, das ist der Bürger, das ist eine Liquid Democracy Instanz, halte ich für den falschen Weg, aber den richtigen Weg in diesem Fall kenne ich nicht. Wir haben überlegt, ob wir in der Fraktion es einsetzen. Es hat jemand vorgeschlagen, ob wir einfach im Abgeordnetenhaus jedem Abgeordneten Account geben. Ich weiß nicht, ob das zu kurz gedacht ist. Aufmerksamkeit würde es schaffen. Aber andere reden darüber, ob man solche Prozesse tatsächlich noch nicht mal für die Partizipation des Bürgers verwenden kann, sondern innerhalb der Verwaltung für die Abstimmung über solche Medien machen. Und die einzigen Erfahrungen, die wir mit solchen Dingern haben, sind halt tatsächlich die bei uns in der Partei und jetzt Liquid Friesland und Slow Food e.V. Und deshalb sprach ich davon, um zu sagen auch, okay, wir haben da gute Erfahrungen gemacht, jetzt lass uns sehen, wie wir diese Werkzeuge anpassen, modifizieren und anders einsetzen können. Jetzt haben wir schon ganz viele Wortmeldungen und dann, genau, wir sammeln jetzt erstmal ein bisschen, damit wir genau das. Und nochmal eine Einladung an alle, die da ganz weit hinten sitzen, trauen Sie sich ruhig, etwas mit uns gemeinsam in einen Kreis zu setzen, nach vorne zu kommen. Bitteschön. Also innerhalb der Verwaltung werden wir es ja im Zuge der elektronischen Akte wahrscheinlich sowieso bekommen. Ich bin Thomas Birk, bin mit Alexander Morlang im Ausschuss für digitale Verwaltung für die Grünen. Ob das nur elektronisch stattfindet oder mit kompliziertesten Mitzeichnungsrechten, aber es findet ja zu jeder Vorlage, auch bei Gesetzentwürfen, ein Mitzeichnungsrecht von zig Verwaltungen oft statt. Ich will es nochmal einem ganz konkreten Beispiel, weil ich finde es zu abstrakt. Ich war selber von beiden Seiten ja beteiligt, als Abgeordneter, aber auch als Vorstand in einem Verein für selbstbestimmtes Wohnen im Alter am Wohnteilhabegesetz in Berlin beteiligt. Das ist das Nachfolgegesetz des Heimgesetzes, was in allen Bundesländern, weil es durch die Föderalismusreform Landestag geworden ist, gab solche Gesetze. Das ist ein Jahr lang gelaufen, ein Prozess der Verbandsbeteiligung an den verschiedenen, ich glaube es waren drei Referentenentwürfe. Das findet ja statt.
Und der erste Referentenentwurf war so grottig, dass ich finde, dass eine Regierung das Recht hat, bevor sie das ins Netz stellt, erstmal Fachleute von allen möglichen Verbänden und Gremien draufgucken zu lassen und sich beraten zu lassen und dann schrittweise das verbessern zu lassen. Aber jeder, der da sich beteiligt hatte, hatte Interessen. Und ich finde es ganz wichtig, dass diese Interessen auch gekennzeichnet sind, weil man weiß, dass die Caritas oder ein Pflegedienst, der privat organisiert ist oder ein großer Heimbetreiber, wenn der seine Stellungnahmen abgibt, dass man genau weiß, daher kommt diese Meinung und dass man das nebeneinander stellt. Und dass der Prozess, dass wir als Abgeordnete, ich wusste das natürlich alles immer, wir haben auch Veranstaltungen dazu gemacht als Grüne, aber wir haben es nicht praktisch zu einem fertigen Gesetzentwurf gemacht. Ich finde das Recht, wir als Abgeordnete, dass wir das erst bekommen, wenn dieser Vorprozess gelaufen ist und nicht als Abgeordnete schon sozusagen zum ersten Referentenentwurf das in Grund und Boden reden. Das muss gegeben sein, sonst macht keine Regierung mehr irgendwas auf, sondern wird erst was rausgeben, wenn es praktisch wirklich fertig ist und dann wissen wir gar nicht mehr, wie es fertiggestellt wird. Und das, darüber finde ich, diese Abwägung müssen wir auch berücksichtigen, sonst wird man diesen Vorlauf des sich beraten Lassens von der wirklich wissenden Gesellschaft, und das ist ja sehr kompliziert, so ein Gesetzentwurf kann man nicht einfach nur bewerten, sondern man muss dann ja wirklich ausarbeiten, was man anders haben will. Das können, glaube ich, auch nicht nur Bevölkerung im Netz, sondern müssen dann vielleicht auch mal Verbandsvertreter machen. Das heißt, auf der einen Seite die Forderung der Kennzeichnungspflicht und die Einflussnahme von Lobbyisten, egal von welcher Seite sie kommen, in Gesetzgebungsverfahren transparenter zu machen, aber auch eine Grenze der Transparenz, die hier aufgezeigt wurde, sodass, also wenn ich es jetzt richtig interpretiere, eine politische Handlungsfähigkeit erhalten bleibt. Wir nehmen noch die zwei Vormeldungen zuerst hier vorne nochmal bitte ganz kurz. Ach so, na gut, aber Sie sind als nächstes dran, dann bitteschön. Ja, guten Tag, Stefan Wermeyer, auch von der Open Knowledge Foundation. Ich hatte letztens mal alle Gesetze auf Bundesebene auf GitHub getan, also in ein Versionskontrollsystem. Und jetzt muss ich kurz noch sagen, Linux-Kernel ist leider doch sehr hierarchisch, letztlich ist es eine Diktatur. Und das würde ich halt irgendwie jetzt nicht sagen, dass das jetzt besonders vernetzt ist oder ohne Hierarchie stattfindet. Zweitens die Piraten, also ich sehe da immer auf dem Blog, da gibt's dann Pressemitteilungen und dann gibt's die Gesetzesentwürfe als PDF, also da gibt's halt auch noch eine Steigerungsform, auch aus der eigenen Fraktion, glaube ich, und letztlich würde ich sagen, es ist eigentlich keine Tool-Debatte, aber wenn man Tools einsetzt, die quasi Transparenz erzwingen, quasi, hier haben wir jetzt einen Gesetzentwurf, jetzt gebt doch mal eure Vorschläge von der Caritas, von irgendeinem anderen Verein, aus der Privatwirtschaft, dann kann man auch genauer verfolgen, wer welche Interessen hat. Und wenn man das direkt öffentlich hat, dann wäre mir das schon viel lieber, damit ich weiß, wie der Gesetzentwurf letztlich dann doch entstanden ist, was dann an die Öffentlichkeit kommt, wer den Einfluss hatte. Dankeschön. Und jetzt nehmen wir noch die Wortmeldung hier vorne, dann kommen wir noch mal kurz zurück zum Panel. Ja, ich bin auch für mehr Transparenz. Ich könnte dazu ganz viel sagen, aber ich fasse mich jetzt kurz und lasse ganz vieles weg. Ich möchte aber auf den Aspekt hinweisen, dass damit einhergehen muss eine Stärkung des Parlaments. Ja, also in ganz vielem stimme ich total zu, was Thomas Birk gesagt hat. Aber wenn wir eben mehr Öffentlichkeitsbeteiligung machen, in welchem Stadium von Gesetzgebung auch immer, dann müssen diese Hinweise, die kommen, auch bewertet werden und es muss entschieden werden, wie sie einfließen. Ja, also meines Erachtens ist es zu einfach zu denken, wenn alle da dran mitarbeiten an einem Wiki, dann kommt das Beste raus. Das setzt ja voraus, dass es etwas objektiv Bestes gibt. Ja, aber Politik besteht eben auch in Wertungen und die Wertungen treffen wir vor dem Hintergrund verschiedener Grundhaltungen und deswegen gibt es Parteien und die sind im Parlament vertreten und diese Wertungen, die liegen dann in einem Kampf oder in einem Streit miteinander. Ja, und das ist ein politischer Prozess, der stattfinden muss. Und da machen bestimmte Teile Sinn, die auch in einem vertraulich geschützten Raum zu machen. Und andere Teile sollten vielleicht transparenter stattfinden. Auf jeden Fall brauchen wir diesen Arbeitsprozess des Aufgreifens von Hinweisen und der Bewertung. Und das ist zum einen nur auch mit mehr personeller Stärkung des Parlaments zu schaffen. Zum anderen ist dann aber immer noch das Problem ungelöst, dass die Parlamentarier selber als Flaschenhals ja auch noch irgendwie mit dieser ganzen Informationsaufarbeitung klarkommen müssen. Und dafür haben wir auch noch nicht genug Lösungen. Also die ganze Diskussion ist ein bisschen komplexer und ich glaube, da sind wir lange noch nicht am Ende.
Daniel, das greift ja den Punkt auf, den du vorhin auch schon angesprochen hast, die Stärkung der Parlamente. Möchtest du da auch nochmal drauf reagieren? Genau, also ganz, ganz Ihrer Meinung. Ich denke tatsächlich, dass wir weg sollten von der Tool-Debatte, weil wir es ja tatsächlich mit einem Problem der Interessenpolitik, der Einflussnahme, auch der Korruption zu tun haben. Und dagegen hilft halt meiner Meinung nach tatsächlich nur Transparenz. Ich bin selber auf so einer philosophischen Ebene immer noch nicht ganz überzeugt, ob es Grenzen der Transparenz geben muss und wie die genau zu ziehen sind. Interessanterweise hat ja einer der größten Fürsprecher für Transparenz, Lawrence Lessig, in einem Artikel in The New Republican, glaube ich, also auch dagegen argumentiert, dass man also in Transparenz kein Allheilmittel sehen sollte. Aber trotzdem möchte ich auf einige Sachen nochmal hinweisen, die tatsächlich vom Gesetzgeber geregelt werden können und meiner Meinung nach in Angriff genommen werden müssen. Dazu zählt auf so einer ganz banalen Ebene, dass Deutschland in der Reihe mit Syrien und Saudi-Arabien eines der wenigen Länder weltweit ist, die immer noch nicht das UN-Abkommen gegen Abgeordnetenkorruption unterschrieben haben. Absoluter Skandal. Ja? Also das Gesetz ist jetzt, oder dieses Abkommen ist jetzt 9 Jahre alt. Die Regierung drückt sich davon nach wie vor. Es wird zwar immer so getan, als hätten wir hier in Deutschland nicht so ein Problem mit Korruption. Und das mag auch im Vergleich mit anderen Regimen stimmen. Aber es ist doch trotzdem so, dass es nach wie vor zum Beispiel die Informationsfreiheitsgesetzgebung in Deutschland auch hinter das Mittelmaß zurückfällt. Nach wie vor 5 Bundesländer haben kein Informationsfreiheitsgesetz. Das Bundesinformationsfreiheitsgesetz und die meisten Länderinformationsfreiheitsgesetze nach wie vor viel zu viele Ausnahmeregelungen. Es wird massiv Gebrauch gemacht von der Preispolitik, also bis zu 500 Euro für so eine simple Informationsanfrage. Das sind alles Sachen, die tatsächlich auf der legislativen Ebene Deutschland schlecht dastehen lassen. Und das muss man meiner Meinung nach ändern. Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Darauf gehen wir auch in der nächsten Diskussionsrunde nochmal näher ein. Deswegen sehr gut, dass das schon mal angebracht wurde. Du hast eine direkte Reaktion darauf. Ja, 2 Sachen und auch zu dem, was gesagt wurde. Aber dieser letzte Punkt, nicht? Es ist die Hölle, ja. Aber die Mehrheitsfindung im Deutschen Bundestag ist eben in den letzten Jahren so gewesen, dass diejenigen, die dieses Gesetz wollen, ja, ich glaube, wir haben das jetzt das 4. Mal beantragt, dass die eben keine Mehrheit bekommen. Und ich habe jetzt mehrere Wahlkämpfe gemacht. Ja, ich will damit sagen, es steht eben unter einem von vielen Gesichtspunkten in den Wahlprogrammen drin und die Mehrheit der deutschen Bevölkerung bei Bundestagswahlen entscheidet sich für Parteien, denen dieses Thema nicht ganz so wichtig ist offensichtlich. Ja. Vielleicht nochmal ein Statement, woran liegt das? Es ist ja was, wo man wirklich sich denkt, das ist doch absurd. Wie kann irgendeine Partei in Deutschland dagegen sein? Willst du Argumente hören, mit denen Union und FDP das blockieren? Dein persönlicher Eindruck, warum das so ist? Es gibt eine ungeheure Angst bei einer Anzahl von Abgeordneten, weil wir nicht so ein hartes Immunitätsregime haben für Abgeordnete in Deutschland, dass sozusagen durch einen solchen Strafparagrafen politische Karrieren innerhalb von Stunden beendet werden. Soll heißen, ich sage nur, das ist das Argument. Ja, das hörst du vielleicht auch nicht zum ersten Mal, Alexander, wenn du über dieses Thema schon diskutiert hast. Das ist das Argument, mit der CDU und FDP vor allen Dingen eben sagen, das geht nicht. Wir sind nicht immun, also wir sind nicht geschützt wie Frankreich und andere Länder, dass gegen uns nicht ermittelt wird. Ja, ich sitze hier mit dem Alexander im Berliner Abgeordnetenhaus. Der stellt übermorgen eine Strafanzeige. Ich soll irgendwie bestochen worden sein. Das schreibt am nächsten Tag die Berliner Zeitung. Abgeordneter XY, Bestechung, Fragezeichen, Verfahren läuft. Und völlig unabhängig davon, wie es ausgeht, ist die politische Karriere am Ende. Das ist die Sorge, warum sozusagen die augenblickliche strukturelle Mehrheit im Deutschen Bundestag dieses Gesetz ablehnt.
Das sind keine durchtragenden Gründe. Deswegen haben wir es jetzt mehrfach beantragt und auch jedes Mal dafür gestimmt, dass diese Konvention endlich umgesetzt wird. Aber es gibt eben keine parlamentarische Mehrheit dafür. Und dasselbe gilt für die Gesetze im Hinblick auf Informationsfreiheit in den Ländern. Wenn eben strukturell Parteien gewählt werden, die das nicht wollen, dann scheinen wir noch nicht genug politischen Druck in der Gesellschaft erzeugt zu haben, dass das ein entscheidendes Kriterium für das Abstimmungsverhalten von Menschen an Wahltagen ist. Ja, das ist einfach sozusagen so. Du seufzt. Ich seufze, aber nicht, weil das alles so schlimm ist, sondern weil ich einfach überhaupt kein Problem damit habe, wenn CDU und FDP Parteikarrieren durch Bestechungsskandale beendet werden, wenn dann auch eine Bestechung dahinter steckt. Ansonsten habe ich mir unglaublich viele Notizen gemacht, weil so viele Fragen. Da ist der Herr Birk, der sagt, erst irgendwie etwas Veröffentlichungsfähige machen und dann irgendwie raus damit an die Abgeordneten, an die Öffentlichkeit. Wir brauchen, glaube ich, und das ist ein ganz großes Problem, eine Kultur der Akzeptanz des Unfertigen. Wenn ich etwas mache und es muss erst fertig und perfekt sein, damit ich es irgendwie jemandem zeigen kann und ich nicht in der Lage bin zu sagen, guck mal, das ist unser erster Entwurf. Ja, das ist eine Idee. So. Und dann kommen alle und zerreißen es und sagen, das ist aber ein ganz furchtbarer Entwurf. Ja, dann haben wir ein Problem. So. Und es ist halt das, was... Bitte? Also... Ich soll mich nicht... So, wie gesagt, release early, release often. Das ist halt... wir haben jetzt auch irgendwie diesen Entwurf von Christopher Lauer der zum Urheberrecht. Der ist nicht fertig. So, vielleicht hätte er das nochmal ranschreiben sollen. Das hat er nicht hinreichend kommuniziert. So, natürlich ist der nicht fertig. Und der wird dann auch noch mal irgendwo durch diverse Gremien gehen. Aber und du ist vielleicht das Verfahren gut. Ich bin, dass der aus dem Nichts aufgepoppt ist, ja, und dass er unfertig ist, ist normal und das ist gut und das ist richtig, dass okay. Er aus dem Nichts aufgepoppt ist und irgendwie in der Fraktionsversammlung auftaucht, ohne durchs Liquid Feedback System zu gehen, das kritisiere ich und das hat er jetzt korrigiert. Ach so. Das heißt, dieser blöde Entwurf hätte erst durchs Liquid gehen müssen, der geht jetzt durchs Liquid, der wird kommentiert, der wird verbessert und dann hat er seinen richtigen Weg genommen und dann wird er auch von der Fraktion beschlossen. So, und vorher ist es halt der Entwurf von Christopher Lauer. Damit muss er klarkommen, aber diese Kultur des Unfertigen, ich kann ein Ding ins Liquid einstellen und dann kommt ein Gegenentwurf oder ein Alternativentwurf und dann kommt Feedback und dann entsteht etwas. Ja, da muss eine gewisse Vorarbeit sein, die kann meiner Meinung nach ist eine gewisse Intransparenz immer dadurch gegeben, dass in dem Moment, wo die Idee im Kopf entsteht, sie noch nicht veröffentlicht ist. Die Frage ist, ab wann wie? Ja, schreibe ich es ins Wiki auf eine Mailingliste oder mache ich eine Pressemitteilung? Ich habe ein Brainfart. Zu sagen, das Ding muss erst durch 1000 Ecken und von den Verbänden angeguckt worden sein und so weiter, bevor man das überhaupt öffentlich machen kann. Also es ist ja quasi öffentlich, wenn es bei den Verbänden ist. Sind denn Leute von Verbänden bei euch im Liquid so aktiv? Wir arbeiten tatsächlich daran, jetzt Accounts zu erstellen, die antragsberechtigt, aber nicht stimmberechtigt sind, auf die man delegieren kann, damit Verbände dort arbeiten können, ohne stimmen zu dürfen. Also das ist, wie gesagt, das System ist erst seit 3 Jahren im Einsatz. Dann ist es das nächste Ding, und da hat der Kollege da vorne recht, das Open Data unserer eigenen Fraktion. Das existiert quasi nicht. Wir haben da so ein PDF, das ist rausgehauen. Wir selbst leben den Anspruch, den wir an die Verwaltung und an die Regierung haben, nicht. So, das hat sowohl irgendwie ein Teil des hoffentlich zukünftigen Vorstands des Landesverbandes erkannt und sagt, wir machen jetzt die Initiative Gelassenheit durch Transparenz. Auf der anderen Seite beschäftigen wir uns ganz massiv damit, wie kriegen wir unser eigenes Handeln aufgeklärt. Das sind so kleine Fragen, die eigentlich ganz kleine Fragen sind, die dann zu großen Problemen auswechseln, zum Beispiel mit Protokollen. Ein Wortprotokoll ist nicht transparent, ein Stream ist nicht transparent und auch ein Beschlussprotokoll ist nicht transparent, sondern im Prinzip muss es eine Datenstruktur sein, die maschinenlesbar ist, die in Tagesordnung hängt, die am besten irgendwie verknüpft ist mit der Streamaufzeichnung und die thematisch suchbar ist, die verknüpft ist mit den anderen Vorgängen, den Prozessen, die da laufen. Wenn man da ist, dann
dann kann man tatsächlich dieses Handeln, den kann man da reingucken und sagen, okay, damit habt ihr euch beschäftigt. Und da hängt der Prozess, das war schon der Fraktion, das kommt aus der Ecke, das ist da lang gelaufen, das ist durch den Ausschuss gelaufen, das wurde da kommentiert, das ist hier zurückgekommen. Das heißt, das, was momentan ein Stück Text ist, was in einem Pad entsteht, muss eigentlich eine Datenstruktur sein, die auch auf alle weiteren Datenstrukturen verlinkt und mit einbezieht, die das Ding irgendwie schon gesehen hat. Vorher hilft es mir nichts, weil wir versenken alles in ein Wiki. Ja, und irgendwie die Leute, die sich damit auskennen, die können es finden und der Rest hat keine Ahnung, was da drin ist. Also da gebe ich dir recht, das Thema Transparenz an uns selbst ist noch, also, und das ist ja nicht nur bei den Piraten, das ist bei den anderen Parteien ja auch so, da ist noch unglaublich viel Bewusstsein zu schaffen, dass wir nicht transparent sind, nur weil wir alle Informationen offenlegen. Work in progress. Und, sorry, letztes Ding, ob die Verwaltung und die Länder irgendwann mal das mit der Informationsfreiheit hinkriegen wollen oder nicht, das ist Gott sei Dank nicht mehr ganz so relevant, weil wir haben eine so radikale Open-Data-Verfechterin in der EU-Kommission, dass da in 2-3 Jahren endlich aus Europa eine Gesetzgebung kommt, also Richtlinien und Gedöns, dass sich die Frage dann in den Ländern gar nicht mehr stellt. Die müssen dann einfach. Sie waren sehr geduldig, bitteschön. Dankeschön, Katrin Zabel, Deutsche Post. Und ansonsten bin ich heute wieder mal für DPRG, Arbeitskreis Public Affairs. Wir beschäftigen uns im Arbeitskreis also auch schon seit längerem mit dem ganzen Thema Transparenz im Lobbying. Und ich kann nur davor warnen, immer wieder zu sagen, ja, der Einfluss der Lobbyisten ist grundsätzlich schädlich und das ist alles was Böses, was verbannt werden muss, etc. pp. Was würde das nämlich implizieren? Das würde heißen, dass diejenigen, die Gesetzentwürfe vorlegen, und wir hatten ja diese Diskussion mit dem Referentenentwurf, dass er nicht unbedingt immer anfangs gleich vollkommen ist. Sie hatten ja ein gutes Beispiel genannt, Herr Birk. Dass man also sagt, alle Leute, die jetzt Einfluss nehmen und die also sagen, hier bedenkt mal dieses oder jenes, also auch mit Argumenten, dass dies von vornherein verteufelt wird. Es kann wirklich nicht sein, dass wir innerhalb einer Demokratie im Vorfeld, also auf der Verbändeebene, hier ein versuchen, einen Riegel vorzuschieben und das dann gleichsetzen, wenn eben das eine oder andere Argument dann auch aufgegriffen wird, dann gleich zu sagen, und das war auch der Auslöser meiner Meldung, ja, dann haben wir hier bestimmt gleich irgendwie Korruption. Also überhaupt Lobbyismus und Korruption in einem Atemzug zu nennen, halte ich für ausgesprochen schädlich, auch im Sinne der Demokratie und einer entsprechenden Einflussnahme in unseren demokratischen Prozessen. Herr Mollang, Sie haben das ja auch gerade angesprochen, auch wenn Sie sagen, mehr Transparenz ist notwendig, stimme ich Ihnen ausgesprochen zu. Da gibt es bestimmt den einen oder anderen Weg, wie man es verbessern kann. Aber Sie müssen auch durchaus noch akzeptieren, dass nicht die gesamte Welt nur im Internet lebt und nur im Internet sich bewegt. Unsere Gesellschaft ist etwas breiter aufgestellt. Herr von Nutz hat es also auch schon angesprochen. Auch im Bundestag ist das nicht der Fall, dass alle jetzt immer nur sich im Internet bewegen und darüber kommen. Kommunizieren. Aus diesem Grunde denke ich mal, im Sinne einer breiten Demokratie und auch als Vertreter der Gewählten oder der Wähler als Gewählter, muss man eben auch schauen, dass die Bevölkerung breiter ist und man eben also auch diesen Wählern gerecht wird und dann eben auch entsprechende Verfahren findet. Dass sie grundsätzlich Strukturen und Verfahren nicht komplett gegensätzlich gegenüberstehen, haben sie auch gezeigt, als sie jetzt ausgeführt haben, wie es innerhalb ihrer Fraktion, ihrer Partei und so weiter funktioniert. Also sagen, naja, da müssen wir hier noch ein bisschen nachsteuern und so weiter. Ich will das gar nicht bewerten, sondern nur von der Tatsache her, dass also Strukturen oder bestimmte Prozesse grundsätzlich notwendig sind oder zumindest sinnvoll, um zu einem vernünftigen Ergebnis zu kommen, würde ich mal so aus Ihren Äußerungen herausziehen, würden Sie also durchaus unterstreichen. Nun haben wir also auch entsprechende Spielregeln, wenn ich es mal so formulieren darf, die sich Grundgesetz nennen. Und wenn man die ändern will, muss man entsprechende Mehrheiten organisieren und dann kann man daran. Und insofern denke ich mal, sollten wir also auch die Diskussion auf der Grundlage unseres aktuellen Grundgesetzes und der entsprechenden Prozesse führen. Danke. Dankeschön. Ja, die Frage, wie wir Bürger mit einbeziehen außerhalb des Internets, die werden wir auch gleich nochmal intensiver im nächsten Panel besprechen. Deswegen würde ich gerne, dass wir die so ein bisschen ausklammern. Aber jetzt nochmal kurz Reaktion auf der Seite. Du hattest dich auch schon gemeldet zum Reagieren.
aber vielleicht in dieser Reihenfolge zu der Frage Transparenz und Lobbyismus und zu dem letzten Punkt kannst du natürlich auch gerne direkt nochmal reagieren. Bitte kurz. Wir haben nämlich nicht mehr so viel Zeit. Also ich habe nicht realisiert, dass ich mich gegen Lobby, also Verbändearbeit gewendet habe. Aber die Frage ist halt, wie man es macht. Und da gibt es, wie gesagt, dieses Git. Und okay, wer von Ihnen hat schon mal mit einem Versionskontrollsystem gearbeitet hier? Okay, zwei. Jetzt. Ja, okay, genau, wir klären das jetzt mit Microsoft Word. Sie haben irgendwie das Textdokument und Sie haben verschiedene Versionen, Sie schicken das rum. Sie können Kommentare zu Versionen abgeben und die Version verändern und auch das kommentieren. Das Ganze gibt es auch in funktionierend, wird bei der Softwareentwicklung eingesetzt und es gibt halt Leute, die sagen, hey, so, wir haben da Tools, die übers Netz dafür sorgen, dass viele, viele Leute, ohne sich zu treffen, zusammenarbeiten können. Natürlich brauchen wir die Verbände. Ich bin selbst Mitglied in einer Lobbyvereinigung, Chaos Computer Club. Und natürlich beraten wir Chaos Computer Club Leute und auch wir Freifunker irgendwie die Politik, wie sie Dinge richtig machen kann, wie sie falsch machen, weil die Politik nicht den Sachverstand hat. Ja, und dieser mangelnde Sachverstand ist ja zum Teil auch Grund, dass sich die Piraten überhaupt gegründet haben. Aber und weil halt auf die falschen Lobbys gehört wurde. Aber die Art und Weise, wie das passiert, die kann man dokumentieren. Wie schon gesagt, ich möchte eigentlich wissen, der Entwurf kommt von dem, die Zeile kommt von dem, das kommt von dem. Und wir brauchen natürlich die Verbände, überhaupt keine Frage, sonst passiert noch mehr Mist. Aber hey, kriegen wir das irgendwie dokumentiert, öffentlich und so, dass man das auswerten kann? Am besten mit Unique IDs der Protagonisten, dass wir da auch Statistiken rüberfahren können, ohne kompliziertes Data Mining betreiben zu müssen, also indem wir einfaches Data Mining betreiben können. Da ist doch der Punkt. So dass wenn wir eine Häufung sehen, dass die wir vielleicht erst durch ein gutes Data Mining kriegen, dass wir dann an der einen Stelle bohren können und feststellen können, okay, da ist alles in Ordnung, aber an der anderen Stelle ist halt, da müffelt irgendwas. Und da ist was im Prozess schiefgelaufen, da ist irgendwas auf dem Golfplatz passiert, was sich in den anderen Strukturen nicht abbilden lässt. So, das ist ja eigentlich die Frage. Nicht, dass die Verbände da jetzt nicht mehr mitreden dürfen. Das ist Blödsinn. Also, wünschst du dir dasselbe Verfahren? Nee, ich glaube, daran wird deutlich, dass es eben, wie soll ich sagen, schon eine philosophisch unterschiedliche Annäherung gibt an Gesellschaft, ja. Ich halte sozusagen diese Übertragbarkeit von mathematischen Grundregeln auf Politik für nicht umsetzbar, ja, weil Gesellschaft so nicht funktioniert. Und wenn man Transparenz verwechselt mit Neutralität und das auch so überhöht, ja, irgendwie zu so einer, es gäbe, ja, wie Gott, guckt irgendjemand da neutral auf die Welt und sieht, was ist die Wahrheit und das Richtige und das andere ist alles falsch. Das ist totaler Bullshit und so funktioniert die Welt nicht. Das ist auch nicht Politik. Am Ende des Tages kommen immer Werteentscheidungen hin. Ja, wir haben zwei Gesetzesentwürfe in dieser Legislatur online diskutieren lassen. Den musste auch jemand vorher aufschreiben übrigens. Also das, was ins Wiki eingespeist wird, kommt ja auch nicht direkt von Gott oder wird mathematisch errechnet, sondern irgendjemand macht den ersten Aufschlag immer. Also es gibt immer einen tendenziösen ersten Aufschlag. Ja, auch bevor das Liquid Feedback drüber läuft. Ja. Und so war das auch bei uns. Wir haben also einen knapp 100-seitigen Entwurf zum Arbeitnehmerdatenschutz geschrieben. Dann haben wir den online gestellt, konnten sich alle beteiligen. Da beteiligen sich nicht Erna Müller aus Kleinzockelsdorf, ja, weil die hat eine schlechte Internetverbindung und auch nicht so ein Interesse, sozusagen abends um 20 Uhr sich hinzusetzen und sich ans Arbeitnehmerdatenschutzgesetz hinzusetzen, einer komplizierten, durchaus anstrengenden und ermüdenden Materie, sondern da setzen sich dann dran Professoren, Leute vom CR Beck Verlag, Menschen, die im Whistleblowing-Bereich Erfahrungen haben, die Gewerkschaften, ja, ich komme zum Ende, am Ende steht nicht etwas, was Konsens ist, sondern es gibt durchaus Punkte, die gegeneinander stehen. Es gibt durchaus Punkte, die von Lobbyisten sozusagen da reingeschrieben worden sind, ja, weil eben es gibt niemanden, der neutral ist. Politisch hat jeder irgendeine Tendenz und eine Meinung und ein Interesse und daran ist auch nichts verwerflich. Und dann musst du eben am Ende des Tages Entscheidungen treffen, wie
sozusagen ein Gesetz aussieht. Und du musst das Gute reinnehmen und das Schlechte rausnehmen, aber das ist eben subjektiv. Und ich glaube, das ist der harte Punkt sozusagen in den Fragen. Ich wollte mich eigentlich nicht so auf die Piraten beziehen, nur weil die hier jetzt schon so oft Gegenstand unserer Auseinandersetzung waren und diese Selbstbespiegelungen ja auch was Interessantes haben. Wenn man sich dieser Vermutung hingibt, dass man am Ende des Tages nicht harte politische Entscheidungen treffen muss mit Mehrheitsfindungen, dann ist alles eine Chimäre. Wenn du glaubst, es kommt irgendwie sozusagen am Ende des Tages eine konsensuale Wahrheit raus, das entspricht nicht der Demokratie. Das hat nichts mit Hierarchien zu tun. Das hat etwas mit Mehrheitsfindungsprozessen zu tun. Ja? Und deswegen glaube ich, das ist mein letzter Satz, dass man nicht über die Form diese Grundproblematik auflösen kann. Man kann es verbessern und natürlich kann man Dinge transparenter machen. Aber auch am Ende des Tages wird man sich in der Außenpolitik bei den Piraten entscheiden müssen oder man hat eben einfach keine Position, wie man sich nun zu, keine Ahnung, Kriegseinsatz in Libyen oder whatever verhält. Ja, und da kannst du 1 Million Jahre ein Wiki drüber machen, am Ende musst du eine Entscheidung treffen. So, wir sehen, es gibt doch durchaus sehr unterschiedliche politphilosophische Vorstellungen hierzu. Wir kommen jetzt zu einer Abschlussrunde auf unserem Panel und ja, Daniel, wir haben jetzt ganz viel über parteiinterne Transparenz und parteiinterne Verfahren gesprochen. Wir sind so ein bisschen abgewichen von dem Thema, wo eigentlich der Bürger mit seiner Partizipation hier irgendwo reinkommt. Dazu würde ich jetzt gerne nochmal deine Position hören und um es nochmal zu verkomplizieren, vielleicht zum Abschluss auch nochmal 3 Sachen, die du dir ganz konkret wünschen würdest von den Parlamenten, von den Gesetzgebern, abschließend zu dieser Diskussion, um in eine transparentere Zukunft zu gehen. Gut, also zuerst mal möchte ich nochmal Konstantin zustimmen, dass ich glaube, dass man über die Form nicht den Inhalt wirklich geregelt bekommt. Ich glaube, dass wir in der Diskussion über die Piraten oft den Fehler machen, dass wir das großartige Experiment, was die Piraten für mich ja darstellen, ich bin froh, dass es sie gibt, weil sie schon so viel verändert haben in so kurzer Zeit, dass wir dieses Experiment innerparteiliche Prozesse anders zu gestalten und innerparteilich mehr Beteiligung, mehr Transparenz herzustellen, nicht verwechseln dürfen mit Bürgerbeteiligung. Und wenn wir tatsächlich, und so heißt ja das Panel, Partizipation durch Transparenz, wenn wir wirklich mehr Bürgerbeteiligung haben wollen, dann müssen wir weiter mit den Piraten experimentieren, aber müssen wir eben auch andere Wege oder andere Ansätze ergreifen. Und ich denke, die Enquete-Kommission ist da schon ein gutes. Ich wünsche mir davon viel mehr. Ich wünsche mir, dass die Prozesse dahinter mit mehr Ressourcen ausgestattet sind, dass wir wieder bei Parlamentarier stärken. Ne, weil wenn die Bürger mehr Einfluss nehmen sollen, dann muss auch auf der anderen Seite, müssen die Parlamentarier gestärkt werden, dieses Feedback, diesen Input auch zu verarbeiten und müssen die Prozesse klar geregelt werden, wie denn jetzt dieser Input in den Gesetzgebungsprozess einfließen kann. Und anschließend noch ein Wort zu den Lobbyisten. Ich glaube, es ist halt eben eine Frage der Waffengleichheit. Und wenn es in Brüssel von etlichen Verbänden und großen Firmen gut ausgestattete Büros gibt, die Einfluss nehmen, dann stelle ich das halt entgegen der Frage, ja, wie sind denn die Einflussnahmemöglichkeiten des Bürgers? Und wenn wir hier über Transparenz oder Partizipation, Entschuldigung, reden, dann kann es, glaube ich, nur darum gehen, diese Einflussnahme der Bürger jenseits der Stimmabgabe alle 4 Jahre zu stärken. Hast du dazu 1-2 konkrete Punkte, die du dir wünschst oder vielleicht auch nochmal abschließend zu dem Statement, was kam, Informationsfreiheitsgesetze brauchen wir nicht mehr, weil wir haben ja jetzt Open Data. Ja, ganz klar. Also ich glaube, wie gesagt, das habe ich eingangs schon gesagt, was die Partizipation angeht, wir haben da noch keine fertigen Lösungen. Wir sind ganz am Anfang zu experimentieren. Es wird noch ein paar Jahre dauern. Aber ganz klar sind das für eine Beteiligung der Bürger, für mündige Entscheidungen, für qualifizierte Entscheidungen, für den mündigen Bürger ganz klar wichtig ist, Zugang zu Wissen, und zwar ungefiltert. Sprich, wir brauchen viel, viel mehr Transparenz. Wir brauchen vernünftige Informationsfreiheitsgesetze und wir brauchen Open Data. Also, und zwar nicht nur irgendwelche Daten, die gerade opportun sind, herauszugeben, wie, was weiß ich, die Geodaten von Briefkästen oder die Öffnungszeiten der Bibliothek, sondern wir brauchen die Daten, die tatsächlich relevant sind, um
den politischen Prozess mitgestalten zu können. Dankeschön. Da wir schon weit über der Zeit hinaus sind, möchte ich euch bitten, wir haben jetzt mehrmals dieses Stärkung der Parlamente als Schlagwort, sozusagen als Forderung gehört. Wenn ihr euch selber als Parlamentarier eure drei Hauptwünsche, wie ihr gestärkt werden möchtet, gerne in rein Bullet Points als Abschlussstatement. Alexander, wie möchtest du gestärkt werden? Ich fände es ganz großartig, wenn wir als Parlament in Berlin an der Entstehen von Gesetzen beteiligt werden in die Lage versetzt werden, Gesetze zu machen. Das ist kaum der Fall. Bitte? Ich habe allein in 3 Jahren gar 3 Gesetze geschrieben. Ja. Ansonsten, ich weiß es noch nicht so genau. Ich bin da noch in einem Findungsprozess. Super konkret kann ich das nicht sagen. Dafür bin ich noch nicht lange genug dabei. Außer es ist frustrierend. Der Herr Birk sagt, wir können Gesetze mitschreiben. Das wird er mir nochmal zeigen. Und wir kriegen keinen Eingriff, keinen Zugriff, keine Information, was in der Exekutive passiert. Das betrifft sehr viele Sachen und wenn, dann kommt es zu spät oder ist nur das, was opportun ist. Das haben wir bei der BER-Geschichte mitgekriegt. Plötzlich kommen wir an die Protokolle und dann sehen wir, da stinkt ganz viel und die haben das alles früher gewusst. Das hätte man vielleicht auch vor einem Jahr schon wissen können. Das Dritte weiß ich nicht, das halte ich mir offen. Aber das war ja schon jetzt recht konkret. Wie ist es bei dir, Konstantin? Zeitabläufe, Personalressourcen, es wurde schon einiges genannt. Was sind deine 3 Wünsche? Also es kann mehr Geld ausgegeben werden für diesen ganzen Bereich IT. Es wird nicht unwesentlich viel Geld schon im Deutschen Bundestag für ausgegeben. Wenn man sich bundestag.de mal anguckt, ist eigentlich eine ganz gute Seite. Gibt es Optimierungsbedarf, klar, immer. Aber wenn man da sozusagen noch mehr Ressourcen reinsteckt, ist gut. Wir brauchen, damit die Bevölkerung das überhaupt mitbekommt, eine Breitbandversorgung bis ins letzte Dorf in Deutschland, damit sozusagen dieser Kanal der politischen Kommunikation funktioniert. Und ansonsten wünsche ich mir humanere Arbeitszeiten für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dankeschön. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei euch dreien für die spannende Diskussion und natürlich auch bei Ihnen allen. Ich wünsche jetzt viel Spaß und noch weitere tolle Unterhaltung in der Mittagspause. Und wir sehen uns hier um 13 Uhr wieder mit der nächsten Diskussionsrunde zum Thema offene Verwaltung. Vielen Dank.